zum Uhrenladen. Dort oben. Der ist da oben links. Die Musik ist Yuka, aber echt gut. Yuka, Yuka. Ja, ich werde die leider nicht. Ja, ich weiß. Sad Boys. Sad Life. Würde mir ganz schön stinken, wenn ich du wäre. Ja, ich bin auch schon ein bisschen wütend, muss ich sagen. Okay. Gehst du hier gerade hin? Hier kurz in den... Okay, mit dem will ich nicht kämpfen. Ich will gegen den kämpfen. Klatsch sie weg. Rache. Los, Winzicado! Ich verstehe mal nicht, wenn es aufgeladen steht, wie muss ich dann irgendwas, muss ich dann irgendwas drücken oder so? Das weiß ich. Na, ich glaube, es dauert dann einfach ein bisschen, bis er wirklich bereit ist. Ah, ich hätte gucken sollen, was ich denen zu essen geben soll, ne? Ja, unwichtig. Ja. Winzicado muss sie einfach wegklatschen. Dann ist alles gut. Oh, auf einmal ist es ein Simpel. Verrückt. Ausgetrickst. Oh lol, er ist verschwunden. Oh lol! Alter! Ich so, oh lol, ausgetrickst. Na, da hat er dich ausgetrickst, Mann. Ich lass mal die hier kämpfen. Alter, Jame Petzmaral, der wird richtig. Oh lol, hast du gesehen? Simpel hat den gerade gewone-shottet. Ja, ist ja auch Simpel. Der Badass. Oh lol, hast du was gesehen? Pass auf, Mann. Ja, der macht seine Spezialattacke. Ja, ich weiß. Gleich klatscht es richtig. Jo, wie lange dauert es bei dem? Ja, der ist nicht so gut. Oh lol, auf Essenreiter. RIP. Oh lol. Joa. Ja, war ein bisschen also schon. Ja, jetzt halten sich. Und dann ist alles wieder gut. Oh lol, da wollte gerade eine Seele reinfliegen. Okay. Nice, die Banyana erreicht Level 10, das ist auch sehr, sehr gut. Und wir entwickeln, also manche entwickeln sich durch Level Up und manche durch irgendwas anderes, ja. Okay. Was ich jetzt gucken wollte. Immer noch nicht. Ich habe doch 3D-Rang. Also ich habe gedacht, mit 3D-Rang-Yokais. Vielleicht musst du Full D-Rang-Team haben. Meinst du? Yo, heil mich, Engelchen. Kann oh, Leute, sein, ja. Also da, was, da war ja ein D vor der Tür. Ja, das kann sein. Ich habe hier gerade eben, da ist ein Yokai. Opa Gusto, bist du's? Hä? Ach da. Es ist Opa Gusto. Es ist Opa Gusto? Es ist Opa Gusto, Mann. Nein, renn nicht weg, Opa Gusto. Der ist richtig schnell. Das ist er. Okay. Es ist Zeit, Leute. Auf in den Kampf gegen Opa Gusto. Opa Gusto. Der will die Reißbällchen. Opa Gusto greift an. Klatsch ihn weg, Mann. Vielleicht kommt er in dein Team. Drossel. Das sieht süß Drossel aus. Das ist aber Spechtimon, Mann. Spechtimon. So, Reißbällchen. Gegner geben. So. Los, klatsch sie weg. Jibanyan. Ganz schön Overkill. Ja, das stimmt. Komm, Opa Gusto, in unser Team. Der muss jetzt safe yo, in unser Team. 82 Euro. 82 Cent, Mann. Als ob! Yo, als ob Opa Gusto ist der richtig der Arsch, Mann. Lol. Oh lol, Simpel, pass auf. Jo, wie easy du ihn outgeplayt hast. Alter. Easy. Wunderschön. Hast du gut gemacht. Ich geh mal kurz meine Yokai heilen. Ah, oh Mann, ich hätte echt gern Opa Gusto gehabt. Wer will keinen Opa Gusto in seinem Team haben, Mann? Wohin müssen wir nachher zum Uhrenladen? Richtig. Aber wir können nebenbei ein bisschen unsere Yokais trainieren. Was ist das? Ach, was ist das? Ah, das ist eine Hustania oder wie die heißt. Egal, die können wir bekämpfen.
Hallo Hustanie! Okay, mal sehen, diesem Team mit einem... Wow. Mit zwei weiteren Hustanien. Jawohl. Kreativ. Ja, geone-shotted. Winzi Card okay. Ich wollte gerade da einen Pin drauflegen, weil der andere beseelt ist. Mann. Ja, die Banieren ist beseelt. Wisch, Timo. Mach das schon, Mann. Gereinigt. Wunderschön. Nice. Aber es war nur ein wenig Erfahrung. Wie viel? 13. Boah, ja, das war echt nicht viel. Ja, ist nichts. Ja. Ich habe die Monster hier, die kleinen, die bringen gar nicht mehr so viel. Ja, ich meine, du hast ja halt geworden, schottet. Ja. Okay. Aber wir müssen raus aus der Stadt, lol. Oh, lol. Wie viel haben wir denn, Timo? Wie bitte? Wie viel Uhr wir hier haben? Moment. Ja, noch. Ah, ja. Das passt noch. Das passt noch, aber krass, dann, ich dachte, dann ist die Welt ja viel größer. Ich dachte, es gäbe nur diese kleine Stadt, weißt du? Ja, das war aber echt ein bisschen weniger. Vor allem, es ist ja halt an sich richtig gut detailliert alles gemacht. Das stimmt, ja. Fühlt die Aura eines Yokai in der Nähe. Opa Gusto, nein. Ist es der? Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Scheinbar ein neuer Yokai. Nice, aber das heißt jetzt... Oh, lol, Funnis! Funnis! Was ist das denn bitte für einer? Das ist ja richtig cool. Warte mal, mal sehen, was der essen will. Yo, drei Pfannes ist es. Yo, die Pfannes, die gönnen sich. Warte. Yokai Watch Wiki. Der ist doch safe in dem Dings-Clan. Im Pfannen-Clan? Ja. Hier, Pfannes. Reisbällchen, okay. Davon haben wir ja genug. Fütter ihn. Hier ein Reisball. Nice. Das ist super. Das ist super. So, Winzi Card, zeig dir mal deine Ninja-Kräfte, damit die dich anerkennen als würdigen Gegner. Los, Winzi Card. Oh. Los. Es dauert immer so lang. Ja. Los, Winzi Card. Schlitz. Leute, hat überlebt. Wow, das jetzt lebt einfach. Ja, aber Winzi Card hat ihm noch ein Leben gegeben. Okay, bitte. Funnis, bitte. Yo, verbessert Theater. Und noch, weißt du, ich habe dem Reisball gegeben und ich bekomme einfach noch einen. Bitte, 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 bitte. Ja, Funnis! Ja! Da hätte ich wohl vorsichtiger sein sollen. Ach, egal. Lass uns Freunde sein. Mit Funnis anfreunden? Ja. Ihr seid die beste Freunde. Funnis! Funnis ist ein Name. Hier steht übrigens, nice. Timo, wenn Yokais, beseelte Yokais angegriffen werden, also wenn du sie angreifst, dann füllt sich deine Ulti-Seel-Leiste schneller. Ah, okay. Ah, stimmt. Da habe ich was gelesen von. Okay. Ja. Okay, nice. Und hey, ist noch was? Beim Baum bestimmt, ne? Gibt's hier andere Yokais am Baum? Winzi Card. Jo, okay, jetzt bin ich wieder geistig dabei. Jawoll! Hallo Winzi Card. Das ist ein Bild. Da sind auch andere Winzi Cardos dabei. Leute, Pfannis und Jamsel. Du hast keine Chance, tut mir leid, Timo. Okay, er ist besiegt. Oh lol, ich dachte gerade, er ist besiegt. Lol, der weicht einfach aus. Ja, der gönnt sich. Pfannis ist tot, okay. Lol, blockt. Trudelt. Oh Mann! Ey, Winzi Card, Mann. Und jetzt bam! Aber dann, wenn Winzi Card angreift, dann schlitzt er die übelst weg, Junge. Wie so ein Ninja, der ruht sich erstmal aus, lehnt sich gegen sein Schwert. Und geht dann wie so ein Samurai durch ihn Tempo durch. Tempo-Talisman, nice. Zieht das Schwert wieder ein und klatscht sie weg. Ja, das ist Winzi Card, wie er im Buche steht. Okay, wir müssen noch da unten.
Alter, wie groß das einfach alles ist. Ja, ich mein, das ist ja einfach nochmal genau die Stadt von der Größe. Und es, stell dir vor, da gibt es noch mehr Städte. Weißt du es? Weiß er nicht. Das ist halt die Sache, weißt du? Ja. Jo, kannst du auch über die Schienen laufen? Stimmt. Da, guck. Oh, lol. Kannst du auch auf die Schienen? Nee. Nein, natürlich nicht. Aber das ist echt gut detailliert, muss man sagen. Das ist ja schon das echt ein schönes wirklich. Game. Jetzt fehlt es nur noch, dass da immer so ein Zug vorbeikommt und du manchmal echt warten musst oder sowas. Warte, schauen wir noch hier, ob hier irgendwo ein Yokai ist. Ja, hier haben wir noch einen. Yokai-Meter schlägt aus. Natürlich beim Auto. Und es ist ein... Simpel. Pfannes. Pfannes. Ja, aber Pfannes brauchen wir nicht. Wir haben ja Pfannes mittlerweile. Das stimmt. Es gibt noch Krämerviertel, Innenstadt und Schwalbing. Jo, dann ist es hier riesig. Das ist echt Open World. Vor allem Innenstadt. Ja, hier sind Bär und Dings und Freddy. Freddy, faulig. Du musst Bär reden. Okay. Brauchst du was? Das Erdgeschoss ist eigentlich mehr so, was wir da, den Laden. Mehr so, was wie der Laden meines Vaters. Ach so, okay. Ich kann nicht lesen. Ich mag mehr das Haus. Es ist so maderig. Alles klar. Okay, rund um. Ach, der Laden heißt rund um die Uhr. Ja. Achso, hast du es nicht. Och, Timo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Horatius Gutblick. Wie kann ich helfen? Ich habe ein paar Fragen zu dieser Uhr. Kein Problem. Mal sehen, was wir hier haben. Warte, ist das ein Teddy? Der sich bewegt hat. Oh! Bewegt? Ja, komm. Oh, Leute, bewegt sich wirklich. Oh, diese Yokai Watch ist ein wahrlich nettes Exemplar. Hallo, Ruffy. Hallo, Ruffy. Und wer ist der kleine Yokai, den du hier im Schlepptau hast? Ich bin Whisper, ein Yokai-Butler erster Klasse, zu ihren Diensten. Warte, Sie können ihn sehen? Natürlich, ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Ich bin eigentlich ein Yokai. Oh Mann, jeder, wo man so denkt, lol, der kann auch Yokai sehen? Und dann, ja, ich bin auch ein Yokai, sorry. Manche Yokai nehmen eine menschliche Gestalt an und leben in dieser Welt. Oh, ich hatte keine Ahnung. Man sieht nicht viele Menschen mit einer Yokai-Watch hier. Wie kann ich helfen? Nun ja, ich brauche ein paar starke Yokai-Freunde. Ich verstehe, du willst also eine komplette funktionelle Aufrüstung, richtig? Es wäre mir ein Vergnügen. Ich vermisse es, an diesen edlen Teilen zu arbeiten. Jedoch brauche ich dafür ein paar Spezialkomponenten. Also, ich brauche ein Zahnrad, eine Schraube und eine Feder. Ich rufe das Fahrradgeschäft wegen der Schraube an und du holst sie ab. Ich glaube, das Zahnrad, das ich brauche, ist beim Verfallen anwesend. Und die Feder solltest du bei Wanderers Rast finden. Ist einfach nur so eine ganz kleine Schraube. Muss ja abholen extra. Toll. Ist wahrscheinlich wegen dem Typen. Weil der Teddy. Luca ist. Oh lol, der das Teddy. Ist, lol, das ist Banase! LOL! Als ob, was ist das für ein dieses hässliche Vieh, Mann. Ach, Labernase. Wisst ihr, im Englischen heißt der Bananose. Labernase. Wegen Banane und Nase. Ja. Oh, jetzt ist ja kein Teddy mehr. Darfst du ihn vorlesen? Ah ja, sag mal, es ist ziemlich still hier, was? Rund um die Uhr? More like Langeweile pur, am I right? Oh wow. Oh wow. Nein, nicht lustig? Na gut. Wenn du schon hier bist, möchtest du Gerüchte über Blütenbühl hören? Sicher doch. Also, weißt du oben in Blütenbühl, was oben in Blütenbühl vor sich geht? Am Ende der Treppe ist ein Tempel, der Tempel des wahren Pfades. Sobald du die große Statue siehst, ist Meister Zen nicht weit. Nichts von dem ist einzeln betrachtet interessant, aber es hat sich herausgestellt, dass Meister Zen über verrückte Kräfte verfügt. Wie verrückt? Naja, er kann zwei Sachen zu einer verwandeln. Ah, lol, fusionieren. Das wird Fusion genannt. Fusion. Die Gerüchte besagen, man könne aus zwei Yokai einen neuen erzeugen. Ziemlich merkwürdig, oder? Was geht dort oben am Tempel bloß vor sich?
Meister Zen, ja? Oder besser, Meister Mysteriös, am I right? Das war überhaupt nicht lustig. Es tut mir so leid, dass ich lustig sein wollte. Finde den Rang eines Yokai mit deiner Uhr heraus. Er sagt dann E oder D und so weiter. Die Yokai-Ringe sind einheitlich und entsprechen den Siegeln an Türen. Du hast diese Türen schon gesehen, oder? Die Siegel heißen Watch-Siegel. Ist der Rang deiner Yokai-Watch gleich oder größer als der des Watch-Siegels? So wird das Watch-Siegel verschwinden und du kannst durch die Tür gehen. Hinter den Watch-Siegeln mit hohem Rang stößt du auf? Naja, du magst sicher keinen Spielverderber, oder? Finde es selbst heraus. Also dann! Der ist echt eine Labernase, holy shit. Das stimmt, ja. Am I right? Oh lol, da waren meine Schuhe gerade kurz in der Luft. Yes, am I right? Nicht so.